Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Quest Monsters. Ja, ich stehe jetzt hier unten bei dem Synthese-Ding, weil ich mal gucken wollte, ob von den neuen Viechern, die wir beim letzten Mal gesammelt haben, eventuell einer von unseren Kameraden hier einen Spezialmonster dann nachher gibt. Und tatsächlich können wir einen damit verbinden, nämlich unseren Kohlenschleim. Den können wir mit den Frostnebel verbinden und dann kriegen wir einen Eiszapfenschleim. Ich habe mir schon einen Screenshot gemacht, damit ich weiß, dass ich Frosty nochmal neu holen würde. Dann gönnen wir uns nämlich jetzt den Eiszapfenschleim und dann gebe ich da auch direkt die XP-Dinger rein, die wir gerade zur Verfügung haben. So, das nehmen wir mit. Tatsächlich ist der Knirschfilm besser als der Kaltblüter. Würde ich sagen. So, und noch den Verteidiger. Synthese, go! Zapfslimo taufe ich dich. So, Erfahrungsberichte. Boost mich nämlich direkt damit hoch. Damit der nicht nach hinten hängt. Da sieht man diese Erfahrungsberichte. Ich dachte mir schon, dass die ordentlich XP geben. So. Und natürlich können wir jetzt noch die Begabungspunkte neu vergeben. Da gehe ich natürlich erstmal hier wieder darauf, dass ich Quetsch habe. Ich hätte gern die Mega-Stärkung wieder. Und der Rest kann in den Knirsch fällen. So. Dann muss ich nur noch eben kurz den Talentplan anpassen. Schneeweiße Schleime, die sich zu ihrem Schutz in einen Eiszapfen verstecken. Sie schleichen sich lautlos an, was ihren Opfern das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ja, die anderen Dinger sind halt, wir haben sie gesehen, aber wir besitzen sie nicht. So, hier fehlen uns ja nicht so viele Monster, ne? Ja, eigentlich nur der komische Bauchtänzer da vorne und was auch immer das große Vieh ist. Und natürlich die Felsenbombe. Ja, komm mal her. Ich habe noch Kampfautomatik vom letzten Mal. Genial. Immer wieder aufs Neue. Cooler Demo. Ein Peng-Fan. Reifenreißer. Fröhliche Monster, die ihre stacheligen Reifen komplett unter Kontrolle haben. Ihr Hula-Hobby macht ihnen so viel Spaß, dass sie gar nicht merken, was für ein Bild der Zerstörung ihr Hüftschwung hinterlässt. Okay. Aber wir gehen rechts rum, ne? Hier brauche ich Frühling, um hochzukommen. Hier sind wir, meine ich, auch bei dem einen Part dann abgedriftet. Dass wir dann den anderen Bereich zuerst gemacht hatten. Ich habe schon erwartet, dass hier hinten irgendwas versteckt ist. Tja. Pech gehabt.
Sind ja nur drei Monster, die hier fehlen. Und ich muss ja auf jeden Fall großteils im Frühling rumrennen. Ich denke mal, dass nach dem Lokalmatador der Bereich hier noch mal ein bisschen an Höhe verliert, was die Lava angeht. Das ist die Felsenbombe. Muss aufpassen, der kann bestimmt Kamikaze. Eine Felsenbombe anzuwerben wird schwer. Bei der Felsenbombe müssten wir eigentlich vom Prinzip her instant anwerben drücken. Es besteht ja die Möglichkeit, dass die sich instant in die Luft jagen. Jetzt sind sie wütend. Die Felsenbombe schließt sich uns so an, aber der letzte hat Kamikaze eingesetzt und unseren Star Slima damit umgebracht. Da mein letzter so gestorben ist, nenne ich dich auch Kamikaze. Märtyrer. Dieses Monster ist für sein Gekicher und Gegrinse bekannt. Wenn du ihm auf die Nerven gehst, wirkt es Kamikaze und macht einen dramatischen Abgang. Eine Inspiration für steinhaltende Typen weltweit. Ja, die sind dafür bekannt, sich selbst in die Luft zu jagen und alles mitzunehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ist übrigens auch beim letzten Mal schon aufgefallen, auch in den vorherigen Gebieten liegen jetzt überall Eier rum. Und ich denke mal, was da rauskommen kann, ist komplett random. Zumindest pro Gebiet. Wie gesagt, es fehlt nur noch der Hund, ansonsten können wir uns jetzt hier auf die Story konzentrieren. Mit der Felsenbombe will ich mich nie nochmal anlegen. Ich weiß, wie das ausgeht. Ach, kann es sein, dass bei Sommer der Lavasee ausgetrocknet ist? Da kam was runter. Ein Nachtschleicher. Das ist ein neues Monster. Du bist ein Nachtschuh. Diese Monster hüpfen in dunklen Nächten durch verlassene Gassen. Wenn es mutig sie in eine besondere fröhliche Stimmung versetzt, kann man sie sogar tanzen sehen. Boah, der viel Flinkheit und Weisheit. Aber es geht noch um Längen höher. Also im Vergleich zu so S-Monstern ist das gar nichts. Ich kann ruhig auch mal so einen Reichmacher eigentlich verwenden. Oh, hi. Ein Diener des Pharao. Butlero. Da du eh schon mein Diener bist. Diener des Pharao. Diese Priester von peripherem Rang haben die verbotene Künste studiert und dienen ihrem erwählten Meister fürs Leben. Allerdings sind sie kein Intelligenzbisschen. Sie gehen jede Aufgabe in ganz gemächlichem Tempo an. Der hat viel MP. Hier oben ist sogar der Bereich, wo ich hin soll, ne? Ja. So hot. It's like walking through a furnace. Good to see you, camaradas.
Fuego! Goodness, though! It's sweltering here! Roasting, even! The Sepulchre of Flame lies deep inside. And waiting within, Ash himself. The lava blocking the path disappeared not long ago. And the temple can now be reached. So that's what that bully Bernie was up to in the lower echelon! Ash attempts to summon the legendary bird of the Inferno with his ritual, the Ifrian Eagle. It is a divine creature with the power of immortality. We cannot let him fall into the hands of the diabolic Brimstone Boys. To the sepulcher, muchachos. We shall scout ahead. You two bring up the rear. Wieder nicer Abgang, Bro. hier drin ist nur ein Monster, was neu ist. Also können wir eigentlich hier relativ durchmarschieren. Wenn ich Metallschlangen sehe, dann verprüge ich ihn aber. Metallschlangen bringt so extrem viel XP. Lasst mich an die Kiste, bitte. Danke sehr. Wollt nur gucken, ob das eventuell Unterarten sind von dem Schatten. Dich habe ich definitiv nicht. Guck mal, haben wir direkt das Monster gefunden. Ein Sabberschlabber. Einfach draufhauen. Passt schon. Die wichtigsten Zauber sind schon durch. So, anwerben. Ich hatte ja die Hoffnung, dass der Hund hier drin ist. Sabo. Ein Possenreißer. Leichtfüßige Kerche mit langer Zunge und flinken Klauen. Sie klonen sich im Kampf, um zahlenmäßige Überlegenheit vorzutäuschen und den Feind in Panik zu versetzen. Na gut, jetzt können wir wirklich einfach durchmarschieren. Fauchresistenz. Warte mal. Ganz ehrlich, wäre besser als Knirschfen eigentlich, aber ich könnte nicht wirklich viel draufpacken. Da ist nichts, also einfach weiter. Oh, ich dachte, hier kommt noch was. Na gut, alles, was hier drin rumrennt, habe ich aber trotzdem schon. Also wir können die Viecher vom Prinzip ignorieren. Hier gibt es wenigstens keine versperrten Wege. Soweit ich das jetzt sofort sehe. So können wir hier einfach durchmarschieren. Habe ja kein Interesse daran, Monster zu bekämpfen, die mir eh kaum Erfahrung bringen. Und die ich eh schon besitze. Und für euch hat das halt auch keinen Nährwert. Nee, keine Münze. Guck mal, da hinten ist schon Ende mit dem Dungeon. Und eine weitere leckere Mini-Medaille. Die esse ich zum Frühstück.
Hinter dir ist bestimmt was. So, eben kurz den schlafenden Schatten entfernt. Ja, wusste ich doch, dass hier was ist. Nur leider war da nur ein Felsenbombensplitter drin. Der Bereich ist ja mal komplett langweilig. Erstmal hier lang. Da wartet bestimmt eine Kiste auf mich. Komm aus dem Gang raus. Es ist so einfach, um die herumzutanzen. Ich bin schon gespannt, wie Aschim jetzt sein wird als Gegner. Also Kack wird auf jeden Fall effektiv sein. Da wette ich jetzt schon drauf. Ja, ich werde erst was bekämpfen müssen. Solange ich keinen Kamikaze abkriege, sind die recht harmlos. Diese Steine. War klar, dass hier eine Mini-Medaille ist. Da kam ich halt leider nicht um den Kampf herum. Das ist doch eine Fresskiste, oder? Nee, warte, die Karte hat nicht gesagt, dass es hier Fresskisten gibt. Hier gibt es keine Fresskisten. Also kann das auch keine gewesen sein, dachte ich mir jetzt gerade. Komm mal ein bisschen mehr in den Gang. Danke. Er hat mich trotzdem gekriegt. Na gut, jetzt kommt direkt ein Bosskampf, ne? Also, ich gehe schon mal aus dem Bild. Oh, ancient mystic bird, deity of flame, in this place of prayer, I offer unto thee... Ash! I demand the liberation of mis hombres. Sergeant Fuego! You flamethrower us! You look all fired up, Chico. But you'll need more than that feeble flame to beat me. If that's your game, just try and take them back! Let us see how you like this, Ash! No. No puede ser. Dearie me, you're all spark and no sizzle. Allow me to show you how it's done! Fuego! You're next, you fleshy runts. I'll give you a taste of true flame. Prepare to be turned to cinders! Here he comes! Ich gehe immer noch die Wette ein, dass Eis stark ist. Es gegen Wasser schwach.
Au. So, Pingium und Ping. Gift mag ich jetzt nicht so. Und quetsch. Ich denke mal, der ist gleich schon tot. So, ein bisschen Heilung für alle. Ich versuche mal ein bisschen Buse zu verteilen. War ein Versuch wert. Hör mir auf mit dem Kriegsschrei. Wir sind eh schon vergiftet. So, nochmal eine Heilung. Und tot. Aua. Good job getting one over on me. But you're already too late. All the pieces are finally in place. Brother, it's all up to you now. No, no, no es posible. Well. It is thanks to you that Ash has been deposed, at least. You have my gratitude. The Ifrin Eagle flew towards the upper echelon controlled by Blaze, eldest of the Brimstone Boys. I fear they plan on something mucho más terrible using its power of immortality. We must stop it at all costs! Will you allow me to join you on your quest? Te lo agradezco. I swear to earn my keep. The struggle is not over yet. This Ifrin Eagle business is worrying, isn't it? At least with the reputation you've established, you can scout more monsters now. Huh? Who could that be? Hello there, it's me, Healy, from the laboratorium, remember? I found the precious possession I promised. I can give it to you right away if you like. I'll be waiting at Diabolic Hall. Please slot by soon. What did he mean by precious possession? Maybe it's the memento he mentioned last time. We should see him and find out. Let's head to Diabolic Hall.
Ja. Ich würde mal sagen, das holen wir aber beim nächsten Mal. Einmal kurz erstmal heilen alle. Und dann würde ich mich gerne vor der Kammer des Eifers teleportieren. Und dann würde ich gerne noch das letzte Monster suchen. Außerdem müssen wir ja die linke Seite von der Karte hier noch aufdecken. Da ist auf jeden Fall der Hund. Er ist das Mega-Monster von hier. Er schläft, da verpissen wir uns besser direkt wieder. Haben wir rein zufällig das Monster da drinnen gefunden? Nö. Also es fehlt immer noch hier die 375. Vielleicht ist ja was Schönes in dem Ei da. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Wintermonster ist. Oh, eine Felsenbombe. Wie nett. Ich habe schon einen Kamikaze-Krieger, danke. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite von der Map, ne? Auf die linke Seite. So, da sind wir auch wieder auf der Seite der Map. Und hier ist etwas, das nur zu dieser Jahreszeit möglich ist. Die Mini-Medaille. Wir müssen diese Seite hier noch untersuchen. Ich gehe davon aus, dass das Monster, was uns fehlt, wirklich zur Winterzeit erst kommt. Gehe ich stark von aus. Also sehen es ja jetzt gleich. Hier ist auf jeden Fall noch mal ein Ei für uns. Denn ein Blufballon. Buffalo. Knalltüte. So sieht es doch aus. Oh, er kann die ganzen Bummfähigkeiten. Malm ist, glaube ich, sogar noch mehr stärker als Quetsch. Die Fähigkeiten können sich sehen lassen. Hier muss man auf jeden Fall viel während Grüling erkunden. Ja, nach wie vor, ich gehe davon aus, das Monster, was noch fehlt, ist das Wintermonster. Ich würde einfach sagen, das suche ich Oskin und zeige euch es euch dann. Also ich gehe jetzt noch hier das eine eben kurz holen und dann teleportiere ich mich zu Rosenbühl. Also in den Turm. Na gut. Ich würde dann sagen, hier machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.